Ein Schauspieler nimmt uns mit in sein Leben, in seinen Alltag. Er lässt sich bei der Arbeit über die Schultern schauen. In Der Glanz des Tages von Rainer Frimmel und Tizakovi spielt Philipp Hochmeier sich selbst. Einen bekannten deutschsprachigen Bühnenschauspieler zwischen Hamburg und Wien. Wie wird man der andere? Wie eignet man sich die Rolle an? Ein Passbildautomat als Ort der Verwandlung. Philipp Hochmeier nutzt den unbestechlichen Blick der Maschine, um sich seiner Rolle des Hauptmannes in Georg Büchners Wojciech zu nähern. Also ich bin ein Schauspieler, der von innen arbeitet, aber auch ganz stark von außen. Und ich versuche dann immer wieder, mir ein Bild zu machen, wie das denn auch ausschauen kann, wenn man so denkt und um sich so fühlt und so weiter. Oder wenn man diesen Bart trägt oder eine Glatze hat oder das Hemd so trägt und so weiter. Und da habe ich sehr lange mich immer wieder fotografiert und versucht, den inneren Prozess durch äußere Beobachtung zu bebildern. Auch dieser Film versucht, sich ein Bild zu machen von einem Schauspieler, vom Leben und Aufgehen in der Kunstwelt. Er begleitet die permanenten Verwandlungen von Philipp Hochmeier. Von Büchners Hauptmann zur Rückverwandlung in Philipp Hochmeier und weiter zu anderen Rollen. Für mich als Künstler ist Selbstkonfrontation das wichtigste Thema. Oder ich will mich überhaupt nicht hinter den Rollen verstecken, sondern ich will mich den Rollen zur Verfügung stellen. Und hier habe ich mich erstmal eine Rolle zur Verfügung gestellt, die es gar nicht gibt oder die ich selber sein soll. Und darum wurde dieser Vorgang, der mich ja schon seit 20 Jahren ständig beschäftigt, noch einmal angespitzt. Und auch er spielt sich in dieser dokumentarischen Fiktion selbst. Walter Sabel spielt den Zirkusartisten Walter Sabel. Ein Schausteller trifft auf einen Schauspieler. Mehr als diese Geschichte eines Zusammentreffens braucht es hier nicht. Seinen beiden Darstellern und ihren Improvisationen überlässt der Film die Bühne. Er beobachtet zwei Leben und ihre völlig unterschiedlichen Auftritte. Guten Tag. Scott. Sind Sie der Hochmeier? Ja. Der Philipp Hochmeier? Ja. Servus, ich bin dein Onkel, der Walter aus Rom. Endlich sehen wir uns mal. Ich bin extra nach Hamburg gekommen, weil ich habe erfahren, dass du hier bist. Schön. Freut mich. Ich habe gerade Proben, ich habe wenig Zeit. Mhm. Können wir eventuell einen Kaffee trinken gehen? Gut, ich bin gleich wieder hier. Ja, okay, ich warte hier unten noch. Also ich, der sehr viel in Literatur lebe und sehr viel in fiktionalen Welten, im Kontrast zu ihm, der ganz klar in einer beinharten Realität lebt. Der hat mehrere Ziegen, lebt in einem Wohnwagen in Rom, ist Messerwerfer, wird von Zirkusunternehmen gebucht, ist 3 Wochen in Sizilien, 2 Wochen in Rom, was weiß ich wo, und tourt da mit seinen artistischen Nummern herum. Ja. Und ich toure mit meinen Monologen herum. Und wir sind eben beides Nomaden, 2 moderne Nomaden. Und diese beiden nomadischen Leben, diese 2 modernen Nomaden, werden eben zusammengeführt. Und das ist der Kontrast und das ist der Reiz dieser Geschichte. Und was machst du so? Ich bin Schauspieler. Schauspieler? Super. Und was für ein Schauspieler? Am Theater. Am Theater, Theaterschauspieler. Und du? Ich bin Zirkus, ich war Zirkusartist. So ziemlich alles gemacht dort. Akrobat, Messerwerfer, Tierdompteur, Bärenringer. Was, Bärenringer? Hm. Was ist das? Ah, ich habe mit Bären gerungen. Ringkampf gemacht mit Frauenbären. Ja, schöner Beruf, anstrengend. Toll. Also der Versuch war schon, dass das 100% wir sind. Das war das Bestreben dieser beiden Dokumentarfilmer, die mit ihren dokumentarischen Werkzeugen die Realität einfangen und dann eben eine Geschichte daraus machen. Dadurch, dass es aber anders kombiniert ist, als es gedreht ist, ist es ganz klar ein Kunstprodukt, aber die Werkzeuge sind ganz klar dokumentarischer Natur. Die Kamera beobachtet, folgt, registriert. Sie geht mit Walter ins Theater und fängt den Blick eines Schaustellers auf diese andere Manege ein. Der Glanz des Tages ist eine Folge lose improvisierter Szenen. Was hier glänzt, ist die Wahrhaftigkeit,
Die Wirklichkeit, die sich aus dem Spiel mit dem Spiel ergibt. Kompliment. Sehr gefallen. Gute Arbeit, ja. Schönen Applaus. Oh. Hat's gehört. Hast einen schönen Applaus bekommen. Boah. Super. Du siehst total anders aus. Fantastisch. Jetzt lernst du mich kennen. Vorher war ich woanders. Jetzt bin ich langsam zu deinem Neffen. Sie sind alles eine Rasse. He? Jeder ja auf seine Art im Showgeschäft. Du hast deinen Applaus so und ich habe meinen Applaus in der Manege. Eigentlich war ich Laie meiner selbst. Also ich habe keine Anweisungen bekommen. Also man sieht, glaube ich, keinen Schauspieler. Man sieht nur Laien. Ich bin auch der erste Schauspieler, der jemals von den beiden gefragt wurde und wurde auch wie ein Laie behandelt und habe auch nur ein Laienuniversum bekommen. Also das war jenseits von gewohnten Arbeitsbedingungen. Das war einfach eine Arbeit jenseits von Kategorien, die man zuordnen kann, ja. Es ist nicht das erste Mal, dass Tizakovi und Rainer Frimmel das Experiment wagen, mit Biografien, die aus dem Leben kommen, eine Geschichte zu erzählen. In ihrem vorherigen Film La Pivellina folgten sie einer Truppe italienischer Zirkusartisten, die dann zu den Helden einer bewegenden Geschichte wurden. Einer von ihnen war Walter Sabel, das Allround-Talent des Zirkus. Seine Inszenierung besteht aus handfesten Taten, aus scharfen Messern und großen Tieren. In Der Glanz des Tages gibt er dem Schauspieler Philipp Hochmeier eine Vorstellung von seiner Kunst. War das nicht gefährlich oder irgendwo? In welcher Hinsicht? Dass er dich da mal zu fest schlägt oder dich verletzt? Ach so, das ist eigentlich kalkuliert. Er muss es ja lernen. Die hohe Kunst des Bärenringkampfs ist ja nicht, den Bär irgendwie auf Menschen loszulassen und sagen, jetzt kämpfst du mit dem. Da würde der die Leute tot, mit der Kraft, die der hat, würde dir der erschlagen. Das ist die hohe Kunst, sich erst im Tier zu lernen, dass er ihm nicht wehtun darf. Und hast du keine Verletzungen aus der Zeit? Natürlich, ich bin total kaputt. Tja, ja. Wo soll ich anfangen? Der Glanz des Tages handelt vom Mysterium des sich zur Schau stellens. Aber auch davon, wie es nach dem Vorhang aussieht, wenn der Applaus vorbei ist, wie der Alltag auf dem Programm steht. Da liegen zwei Schiffe, einmal die Bleichen und den anderen Namen habe ich nicht. Vielleicht wird das was. Kann ja mal probieren. Ja. Da sind manchmal so ein paar Veranstaltungen drauf. Fantastisch. Wunderbar, wunderbar. Dankeschön. Bitteschön. Walter Sabel lebt ein improvisiertes Leben ohne festen Wohnsitz, ohne geregeltes Einkommen. In Hamburg versucht er zu überwintern. Im Moment ist sowieso nichts zu tun, weil alles zu kalt ist. Ja. Sommertag über kann man was machen. Sommertag über, aber wir, hier da sind hier, nein, die wir hier sind, wir sind alles Ehrenamtliche. Aha. Nicht? Also da mit viel Geld verdienen und sowas ist nicht. Philipp Hochmeier führt ein Leben in ständiger Improvisation zwischen den Rollen, aus denen er sich zusammensetzt. Was bleibt, wenn die Maske fällt? Was hat er im Spiegel des Films über sich erfahren? Es ist schon was spürbar gewesen, was ich nicht unbedingt nur gut fand. Ja. Da sieht man schon auch einen Menschen, der verloren ist zwischen diesen ganzen Rollen und Aufgaben. Oder auch verschwindet. Und in diesen toten Winkel haben die auch hineingeschossen. Also das war auch deren Ziel. Das war auch nicht so zu verabreden. Das ist ja deren Talent. Steht mir gut, der Mann. Ne? Zwei Männer, die einander näher kommen und damit auch sich selbst. Der Glanz des Tages ist ein bewegender Film, weil man zwei Menschen dabei zusieht, wie ihr Leben in Bewegung gerät. Dieser Entdeckungsreise geben Tizakovi und Rainer Frimmel einen Rahmen. Und anders als der Blick des Passbildautomats ist ihr Blick auf die beiden so unterschiedlichen Spieler von unbestechlicher Empathie. Super. Ja, dann sehe ich aus wie ihr Poppe, der Besoffene. Das ist gut. Man konnte ihm keine Anweisungen geben, also in dem Sinn, also der konnte jetzt nicht mit mir eine Szene spielen, wo ein Wendepunkt passiert oder alles war improvisiert, also selbst wenn Aufgaben waren, ganz, ganz sonderbare Momente, also bei der Hauptszene wurde mir gesagt, ich soll den Satz der Glanz des Tages einbauen, ja, und ich habe das dann ganz vorsichtig versucht anzusteuern, ausgesprochen und jetzt dann fünfmal wiederholt, ja.
schien mir. Jetzt ist es die Hauptszene im Film geworden, die ist auch wirklich toll geworden. Aber beim Drehen selber war das ein Albtraum. Es war Glatteis. Ich habe gesehen, wie Rainer mit der Kamera vor mir geht. Seine Frau Titze hat ihn am Hosenbund gehalten. Ich dachte immer, jeden Moment knallen die gegen einen Laternenpfahl oder sowas oder gegen ein Verkehrsschild. Und selber dachte ich nur, wie kann ich jetzt diesen Satz der Glanz des Tages einbauen? Gut, du sagst, es ist kein Leben für dich, aber was ist dann für dich Leben? Für mich Leben ist meine persönliche Freiheit genießen, ohne Zwang. Ja, das ist für mich Freiheit, verstehst du? Für mich ist diese ganze Wut da und die auszuleben in verschiedenen Rollen, das ist für mich, das ist Freiheit, ja? Und der Glanz des Tages, der am Ende überbleibt, ist dann wirklich die Freude, diese Ausschüttung darüber, dass es geklappt hat, ja? Für dich ist das der Glanz des Tages. Für mich ist der Glanz des Tages, wenn ich zum Beispiel an einem Fluss stehe, mit meiner Angel in der Hand und fange eine schöne Forelle und kann die dann wieder ins Wasser hinablassen. Das ist für mich der Glanz des Tages. Das heißt, jeder sieht das anders. Für mich das Höchste wäre, einen Rucksack auf dem Rücken und ab. Und kein Mensch sieht dich. Ich will halt, dass mich viele sehen. Bitte? Ich will halt, dass mich viele sehen. Ja, jeder sieht das anders. Ich sehe es. Ich bin so ein Einzelbrötler. Das bin ich auch. Alleingänger, weißt du.